Das ist eine tolle Aufgabe hier in der Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Wir haben die Achtelfinalauslosung bei den Männern und Frauen hier. Auslosung, ja, gucken wir mal, Landespokalauslosung hier im Handball. Wir stellen mal die Beteiligten vor. Hier ist die Glücksfee auf meiner Seite. Das ist, jetzt gucke ich mal, Frau Jana Dischauer, Kapitän, zweite Mannschaft. Und dann haben wir den Thomas Schweder. Und dann haben wir natürlich hier unseren Präsidenten Thorsten Fädchenhauer. Fädchenhauer, ich übergebe euch jetzt das Mikrofon und dann geht's los. Liebe Sportfreunde, wir losen heute aus das Achtelfinale im Landespokal und wir beginnen mit den Frauen. Nö, das machen wir ganz anders. Ladies First zieht den Heimverein und der Chef vom Ganzen zieht den Gastverein. Also bitteschön. Traust dich nicht? Heimverein ist Stralsunder HV 2. Kannst schon die zweite lösen? Wir losen hier erstmal die Männer aus. Und der Gast ist HC Empor Rostock 2. Zweite Begegnung, Heimverein VfL Blau-Weiß Neukloster. Und der Gastverein SV Warnemünde 1. Heimverein des dritten Spiels Güstrower HV 1. Und der Gast ist der Ribnitzer HV. Nächstes Spiel Handball SG Greifswald, erste Mannschaft. Müssen wir mal gucken. Ja, bleibt Heimverein Handball SG Greifswald, erste Mannschaft und der Gast ist der Schwaner SV. Nächste Begegnung, Plauer SV. Und der Gastverein ist HSV Insel Usedom 2. Bringst du die mal da vorne hin, damit er das für die Frauen vorbereiten kann? Nächste Begegnung, Staffenhagener SV. Moment, mal gucken, wenn hier jetzt nämlich ein Verbandsligist bei ist, müssen wir das Heimrecht tauschen. Ja, Heimrecht wird getauscht. Heimrecht hat der Hagenower SV und Gastmannschaft ist der Staffenhagener SV. Nächste Partie, Heimverein HSG Uni Rostock. Und der Gastverein ist SSV Einheit Teterow. Und die letzte Begegnung bei den Männern, HSV Peenetal-Lütz, zweite Mannschaft. Und der Gast ist, oh, hier müssen wir tauschen, Heimverein ist der Bezirksligist Velane SV. Und der Gast ist die zweite Mannschaft des HSV Peenetal-Lütz. Damit hätten wir die Männer ausgelost. Ja, jetzt kommen die Damen. Da ist ja auch Grün-Weiß mit dabei. Wir belassen jetzt dabei. Zu meiner Linken wird der Heimverein gelost. Oder soll es lieber der Chef machen? Erste Begegnung. SV Pädagogik Rostock. Und das bleibt so gegen den SV Kriewitz. Zweite Begegnung, HSV Peenetal-Lütz. Gegen VfL Blau-Weiß Neukloster. Nächste Partie, SV Warnemünde 1. Hier müssen wir das Heimrecht tauschen. Heimrecht hat Wolgaster HV, Gastmannschaft SV Warnemünde 1. Heimrecht SV Warnemünde 2.
gegen die SG Bützow-Güstrow. Heimrecht, immer noch, aktuell, SV Grün-Weiß-Schwerin 2. Und jetzt muss der Chef feststellen, ob wir hier bleiben oder ob wir auswärts spielen. Wir gucken, ob er Fahrgeld bezahlen muss oder die Halle. Er hat sich für die Halle entschieden, gegen den Stralsunder HV. Heimrecht hat Staffenhagener SV. Und Staffenhagen spielt, nein, wir müssen tauschen. Heimrecht hat die HSG Greifswald. Und Gast ist dann der Staffenhagener SV. Nächstes Spiel, Heim, HSV Grimmen gegen den Mecklenburger SV. Und das letzte Spiel, SSV Einheit Teterow. Gegen SV Eintracht Rostock. Die Spiele finden am 5. und 6. Januar statt. Damit ist die Auslosung beendet. Dankeschön.